Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir gehen rein ins nächste Spiel, ins nächste Europa-League-Spiel und auch ins letzte Spiel für dieses Jahr zumindest. Wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Bin ich auch schon wieder krank, ehrlich gesagt. Also, aber wir schauen erstmal auf die Aufstellung, bevor wir hier jetzt anfangen. Und wir wollen natürlich noch einmal ein bisschen umstellen. Das hat ja gut geklappt. Leno tun wir mal tatsächlich ein bisschen schonen. Lassen wir mal Ramsdale spielen. Das, denke ich, ist okay. Thiago können wir auch dabei raustun lassen. Ødegaard dafür spielen. Saka hätte ich ganz gerne mit dabei. Alaba schieben wir hier hin. Tierney für Partey. Ne, Tierney machen wir gleich so. Und Titi dann raus. Für Eriksen. Das passt so, denke ich. Carvajal ist gut drauf. Den nehmen wir mit. Für... Na, lass mal Umtiti da weiter rein. Gabriel ist auch gut drauf. Eieiei. So viele Leute, die hier gut drauf sind. Reece Nelson ist vor allem gut drauf. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann würde ich sagen... Ich würde fast lieber Bernardo Silva anstatt Pepe da spielen lassen. Und dann denke ich, können wir da reingehen. Auf geht's nach Holland gegen AZ Alkmaar. In die Euroleague, nachdem wir aus der Champions League uns nicht ganz so glorreich verabschiedet haben. Versuchen wir ja zumindest, dass wir die Euroleague holen können. Und ich muss jetzt tatsächlich gestehen, ich weiß nicht, ob wir in dem ganzen Let's Play, wir sind jetzt in der 153. Folge oder 154. Folge, ich weiß es nicht ganz genau, ob wir einen internationalen Titel geholt haben oder nicht. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß es nicht. Ob wir, also wenn dann, also letzte Saison nicht, wenn dann in der ersten Saison, dass wir da irgendwas gewonnen hätten, aber selbst das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder waren wir da gar nirgends qualifiziert? Doch, das muss ja fast schon. Naja, wir werden... ihr werdet das bestimmt wissen. Oh, und da ist Lacazette und da sind wir schon. Da sind wir gleich. Nach 5 Minuten gehen wir da rein. So kann man doch mal... So kann man doch mal die Silvesterparty steigen lassen, würde ich sagen. Lacazette mit einem schönen Kopfball. Und da steht es hier 1-0. Aber worauf ich vorhin schon raus wollte. Ja, letztes Video des Jahres. Und es ist schon wieder Silvester und... Holy shit, es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder... Oh, aber erstmal, so frei darf der da niemals stehen. Niemals darf der da so frei stehen, aber ich nehme es gerne. Vor allem endlich mal wieder auch ein Tor durch eine kleine Flanke. Also das ist ja... Ah, Bernardo Silva. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, es geht sehr vielen so. Die Jahre vergehen einfach so fucking schnell. Es ist Wahnsinn. Tierney mit einer hohen Flanke. Schade. Lacazette kommt teilweise hin. Wir machen hier ganz frühes Pressing. Nee, die Zeit vergeht so unfassbar schnell. Ich fand auch jetzt die Weihnachtszeit, die verging schon wieder so schnell. So kaum... Hat man sich ein bisschen eingegroovt zu Weihnachten. War es auch schon wieder rum, so ungefähr. Na, jetzt vorsichtig hier. Bellerin holt sich den, verliert ihn wieder. Ja, aber drüber. Ja, sowas darf uns hier nicht passieren. So frei darf der da auch nicht stehen. Nee, ich weiß es nicht. Also, ganz schlimm gefühlt und vor allem 2024 schon. In meinem Mind, ich lebe irgendwie noch in, weiß ich nicht, in 2014 oder so. Wir sind gerade Weltmeister geworden und jetzt sollen wir hier schon 2024 haben. Also wirklich, ich find's wild. Ich find's wirklich wild. Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Zack. Mit dem Pass auf Bernardo Silva. Ødegaard läuft rein, kriegt ihn und nimmt ihn direkt. So muss das sein. 2-0. Wo sind unsere Fans eigentlich? Der war nicht leicht anzunehmen. Den müssen wir uns nochmal anschauen. Saka hier auf Silva und der mit dem Pass. Ødegaard. Oh, und zögert nicht lange. Herrlich.
Herrlich. So soll's sein. Schauen wir uns gleich nochmal an. Nimm den an mit links, legt ihn sich selber vor mit links sozusagen und macht ihn rein mit rechts. So wollen wir das. Naja, aber ich, viele Fußballthemen haben wir nicht. Da reden wir lieber jetzt halt hier über das Jahr oder so. Obwohl wir haben ein paar Fußballthemen, das ist ja immerhin ist ja Boxing Day und es ist ja auch, oder war Boxing Day oder heute Silvester und so, ist ja auch weiterhin Premier League. Arsenal zum Beispiel im Einsatz, die das letzte Spiel verloren haben, wo man jetzt halt den Abstand an die Spitze verloren hat. Aber trotzdem Arsenal ja noch auf jeden Fall gut dabei. Nicht so wie andere Teams, wo ich auch mal. Ich weiß es nicht. Wir müssten eigentlich auch mal eine Folge über Manchester United, glaube ich, machen, weil ich finde es wirklich. Manu und Chelsea, ich kann mir das nicht erklären. Also wirklich nicht. Wie kann eine so. Aber gut, man sieht ja auch. Man könnte jetzt sagen, man sieht ja auch in der deutschen Nationalmannschaft, dass so eine Star-Truppe mit so vielen individuellen guten Spielern einfach so schlecht sein kann. Und ja, also ich finde es wirklich wild. Ist natürlich auch was Feines, dass mal vielleicht ein paar andere Teams oben dran sind. Gut, kann natürlich ich jetzt das schwer sagen, weil ich genieße seit 11 Jahren, dass nur ein Team in der Bundesliga oben dran ist. Also schwierige Aussage, kann ich auch kaum sagen, aber und hier mit einem schlechten Pass. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem wild, was da abgeht mit Man United oder Chelsea. Und ich finde es auch wild, ehrlich gesagt, dass die Engländer quasi ja gar keine Spielpause haben, so ungefähr gar keine Winterpause. Ramsdale, ja, hat er. So, weiß ich nicht, dass die am 24. da, das war ja ein Spiel, Chelsea gegen Wolves, glaube ich, dass sie da gespielt haben. Gut, bei denen, die feiern auch Weihnachten wirklich dann am 25. erst. Das ist bei uns Deutschen dann natürlich kritischer, wenn es am 24. wäre. Saka hier mit der Chance aufs Dritte. Nee, und auch irgendwie an Silvester und so Zeug, das, weiß ich nicht. Bin ich kein Fan davon, aber machen ja mehrere, also NFL ist ja zum Beispiel auch, also Partey legt sich dann ein bisschen zu weit vor, aber dann sollten wir auch schon in die Halbzeit gehen. 0-2, also bisher können wir, glaube ich, durchaus zufrieden sein, wie wir hier gegen Alkmaar auftreten. Ja, noch damals ganz früher, ich glaube in PES 10, glaube ich, war es. In meinem ersten PES. Da habe ich auch dann, weiß ich nicht, irgendwie ganz früher gegen AZ Alkmaar gespielt. Und ich habe mir gedacht, wer ist denn AZ so? Alle anderen Teams hier so drüber, dann habe ich mir gedacht, kenne ich alle, aber wer ist denn AZ? Was ist denn das überhaupt für eine Stadt? Wenn ich das dann mal realisiert habe, dass das Alkmaar ist. Eriksen hier mit dem Versuch. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet schöne Weihnachten. Ihr hattet ein schönes Fest, habt schön gefeiert. Habt eventuell danach ja auch ein paar Tage frei gehabt. Gibt ja leider so ein paar arme Leute, mich zum Beispiel, die da nach Weihnachten jetzt keinen Urlaub hatte, weil es ist wirklich Wahnsinn, es ist ja nichts los draußen. Jeder ist ungefähr gefühlt im Urlaub. Also ich meine, ich kann es verstehen, ich würde mir auch Urlaub nehmen gerne, ehrlich gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen den Jahren, wie man ja so schön sagt. Weil es war ja wirklich nichts los. Und jetzt steht ihm schon Silvester vor der Tür. Jetzt steht aber erstmal Alkmaar vor der Tür. Oder ist es 2-1? Da waren wir ein bisschen offen in der Abwehr. Das sollte uns nicht unbedingt nochmal passieren. Ja, kommt leider da. Lidegaard mit dem Fehlpass. Und dann ruckt man hier ein bisschen zu weit raus. Und schon steht es 2-1. Schon ist unsere Führung nicht mehr ganz so komfortabel, aber
Wir haben ja noch ein bisschen, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch eins reinzukriegen. Aber damit wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Wir wollen jetzt halt hier schon das Jahr, wir wollen das jetzt hier gebührend beenden. Und zwar machen wir hier gleich so und so. Und dann dachte ich eigentlich, könnte der auch wieder drin sein. Aber Tony kriegt ihn nicht ganz in die Mitte. Ah, jetzt hat Vorsicht hier. Mal schauen, dass zumindest die Abwehr steht. Solange wir nicht. Das ist mein häufigster Fehler, fällt mir auf in meinen Videos. Dass ich einfach mit den Abwehrspielern viel zu weit rausrücke. Warum läuft denn keiner mit? Nirgends läuft jemand. Bellerin jetzt über die Außen. Lacazette. Da ist Eriksen. Aber so erstmal nicht. Aber solange wir im Ball besitzen, ist ja alles gut. Eriksen auf Saka. Der kommt nicht an. Und jetzt hat Vorsicht, Kunde. Hol den sich, so wollen wir das. Jetzt hat Lacazette, Bernardo Silva, aber gleich 100 Leute hier da. Eriksen, oh, wird geblockt. Oh, jetzt aber, oh, 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 jetzt nicht wieder mit der ganzen Abwehr hier rausrücken. Uff. Er war... Da haben wir schon gedacht, ah, der könnte brenzlig sein. Er hätte auch den Pass nach hinten theoretisch wagen können. Alaba doch noch ganz gut da. Er hat es Gott sei Dank selber versucht. Können wir denn hier schon ein bisschen wechseln vielleicht? Bellerin ist heute nicht ganz so fresh. Wir könnten Carvajal bringen. Mané für Saka. Und dann wollten wir eigentlich Reece Nelson noch bringen. Aber weiß ich nicht. Ist ja doch, wenn es jetzt 2-0 gestanden wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, dann bringen wir ihn noch. Aber so nicht. Also bei einem so knappen Spiel hier, da wollen wir jetzt schon schauen, dass wir jetzt hier keinen Firlefanz hier anfangen. Ah, Ødegaard, Eriksen. Wir müssen eigentlich auch gar nicht schnell machen hier. Ødegaard, schade, aber Mané bleibt im Ballbesitz. Astin White hinter. Carvajal. Silva. Ah, Martinelli bleibt immerhin im Ballbesitz. Wichtig. Jetzt hat Mané vielleicht mit einer kleinen Flanke, aber geht ein bisschen zu weit rein. Oder wir standen so ein bisschen zu weit im 5-Meter-Raum eher so. Ja, Tony fängt ihn hier gut ab. Der war wichtig. Martinelli. Auf Bernardo Silva. Aber der Torwart ist da. Carvajal. Alle nochmal in der Mitte, aber wird nix. Aber oh, die Abwehr, die spielt mit. Die spielt richtig mit hier. Tony auf Martinelli ins Außennetz. Da war nochmal die Chance da zumindest. Aber gut gespielt hier von unserer Abwehr. Es war wichtig, dass die hier ein paar Bälle abgefangen haben. Wie viel Nachspielzeit kriegen wir denn? 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute. Bei mir ist auch gar keine. Oh, jetzt vorsichtig. Oh, auch kein Elfmeter, bitte. Einfach raus. Einfach raus. Einfach weg und raus. Jawohl. Da ist Partey und dann haben wir's. 2:1 haben wir, ehrlich gesagt, in der ersten Halbzeit gewonnen. Zweite Halbzeit eher, ja, schwach, würde ich sagen. Keine gute zweite Hälfte, aber gut. Wenn eine Hälfte reicht, dann muss man auch nicht mehr machen. Lacazette auf jeden Fall der Mann des Abends zusammen mit Bernardo Silva und Ødegaard auf jeden Fall. Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Manchester United verliert 4:0 zu Hause gegen Leipzig. Leverkusen, Chelsea 2:2. AZ gegen Arsenal 1:2. Fenerbahce, Paris 0:2. Rangers, Betis, Sevilla 0:3. Genk gegen ZSKA 1:1. PAOK gegen Wolfsburg 0:2. Praga gegen Valencia 0:1. Utrecht gegen Juventus 0:1. Neapel gegen Gent 2:2. Ajax gegen die Roma 2:2. Leicester gegen Anderlecht 2:2. Lok Moskau gegen Milan 0:1. Brügge gegen Lazio 2:0, PSV gegen Dinamo Zagreb 1:0 und Bordeaux
gegen Zürich 4-2. Da sehen wir mal, hier ist Bordeaux noch dabei, die ja inzwischen in der zweiten Liga in Frankreich sind. Also wir sind hier noch in einer ganz wilden Welt unterwegs. Und dann geht's nächste Folge gegen Manchester United. Da würde ich nämlich sagen, wenn ihr das Video awesome findet, lasst ein Like, dann einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zum absoluten Spitzenspiel wieder mal. Zweiter gegen Dritten. Wir müssen wieder gewinnen gegen Man United, dann können wir sie überholen und vielleicht auch Liverpool, aber das erst in der nächsten Folge. Ja, habe ich lang genug geredet. Wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder ein frohes neues Jahr, wenn ihr es erst nächstes Jahr anschaut. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Servus.